Landauer Aufruf zum Sozialismus, Teil 7. Die Zeiten sind anders geworden, als Proudhon sie 1848 sehen konnte. Die Enteignung in jeglicher Sicht hat zugenommen. Wir sind heute weiter vom Sozialismus entfernt als vor 60 Jahren. Vor 60 Jahren hatte Proudhon in einem Moment der Revolution, der Lust zur Umgestaltung des Ganzen, seinem ganzen Volk sagen, was im Augenblick zu tun war. Heute ist, selbst wenn Aussicht wäre, dass das Volk aufstünde, der eine Punkt, bei dem damals einzusetzen war, nicht mehr allein entscheidend. Auch gibt es heute in vielerlei Hinsicht kein ganzes Volk. Was sich Proletariat nennt, wird für sich allein niemals die Verkörperung eines Volkes sein. Und die Völker sind so in Produktion und Handel voneinander abhängig, dass ein einziges Volk kein Volk mehr ist. Die Menschheit aber ist noch lange keine Einheit und wird sie nie werden, ehe nicht neue kleine Einheiten, Gemeinden und Völker wieder geworden sind. Proudhon hatte, zumal in dem Moment der Erhöhung des geistigen und seelischen Lebens, das Gemeinschaftsleben und der Originalität wie Entschlossenheit der Einzelnen, den jede Revolution bringt und bei den besonderen Verhältnissen des damaligen Frankreich, das zwar schon ausgeprägt ein Land des Geld- und Börsenkapitalismus, aber nicht ein Land der kapitalistischen Großindustrie und des Großgrundbesitzes war. Er hatte durchaus recht, dass ihm die Zirkulation und die Abschaffung der Bereicherung durch Zins, der von den Angelpunkten aller Umgestaltung bedeutete, bei dem am schnellsten, gründlichsten und schmerzlosesten eingesetzt werden konnte. Unsere Zustände haben in Wahrheit drei Punkte, an denen die unberechtigte Bereicherung, die Ausbeutung, die Arbeit von Menschen nicht für sich, sondern für andere entsteht. Auf diese immerwährende Entstehung, auf fortwirkende Ursachen kommt es überall an, in der Bewegung der gesellschaftlichen Prozesse ebenso wohl wie in den Bewegungen der Mechanik, des Chemismus oder der Himmelskörper. Immer ist es verkehrt und unergiebig, nach einer einmaligen Ursache in irgendwelcher Vergangenheit oder einem Urzustand zu fragen. Nichts ist einmal entstanden, alles entsteht fortwährend und es gibt keine Ursachen, sondern immer Bewegung, immer Beziehung. Die drei Angelpunkte der wirtschaftlichen Sklaverei sind folgende. Erstens, das Eigentum am Boden. Aus ihm entspringt die bittende, abhängige Haltung des Besitzlosen, der leben will, gegenüber dem, der ihm die Möglichkeit der Arbeit auf dem Boden und an den Bodenprodukten zum Zweck des direkten oder indirekten Verbrauchs vorenthält. Aus dem Bodeneigentum und seinem Korrelat der Bodenlosigkeit entsteht die Sklaverei, die Hörigkeit, der Tribut, die Pacht, der Zins, das Proletariat. Zweitens, die Zirkulation der Güter in der Tauschwirtschaft vermittels eines Tauschmittels, das unverjährbar und unveränderlich jedem Bedürfnis dient. Ein goldenes Schmuckstück, wenn es auch durch Jahrhunderte unverändert bleibt, hat doch nur Wert für den, der seinen Besitz zur Befriedigung eines Schmuck- oder Eitelkeitsbedürfnisses so hoch einschätzt, dass er, um es zu besitzen, Erzeugnisse seiner eigenen Arbeit dafür hingibt. Die meisten Güter verlieren auch materiell an Wert durchs Liegenlassen oder durch Gebrauch und gehen schnell in den Konsum ein. Sie werden zum Zweck des Tausches produziert, um Verbrauchsgegenstände einzutauschen, um welche es ebenso bestellt war. Das Geld hat dadurch seine verhängnisvolle Ausnahmestellung, dass es nur in den Tausch, aber gar nicht in Wahrheit in den Verbrauch eingeht. Aus den entgegenstehenden Behauptungen der Geldtheoretiker spricht das böse Gewissen. Wird darum in der rechten Tauschwirtschaft, wo sich Produkt nur gegen gleichwertiges Produkt tauschen soll, allerdings ein Zirkulationsmittel nötig sein, das unserem Geld entspricht und wohl auch Geld heißen wird, so wird es doch eine entscheidende Eigenschaft unseres Geldes nicht haben können. Die Eigenschaft, absoluten Wert zu haben und auch den zum Schaden anderer dienen zu können, der es nicht durch Arbeit erworben hat. Die Möglichkeit des Diebstahls soll hier ausgeschlossen werden. Diebstahl kann es an jeglichem Gelde wie an allen anderen Gütern geben. Und überdies ist Diebstahl auch eine Art Arbeit und dazu eine recht aufreibende und im Ganzen wenig ergiebige und in guter Gesellschaft unerfreuliche. Es soll hier vielleicht darauf hingewiesen werden, dass die Schädlichkeit des heutigen Geldes nicht bloß in seiner Verzinslichkeit, also seinem Wachstum, sondern schon in seiner Unverbrauchbarkeit, also in seinem Bleiben, seinem Nicht-Geringer-Werden und seinem Nicht-im-Konsum-Verschwinden liegt. Die Idee, dass Geld werde dadurch harmlos gemacht, dass es ein bloßer Arbeitszettel werde, also keine Ware mehr sei, ist ganz falsch und könne nur
für eine Staatssklaverei Sinn haben, wo an die Stelle des freien Verkehrs die Abhängigkeit von der Behörde trete, die bestimmte, wie viel jeder zu arbeiten und zu verbrauchen hat. In der freien Tauschwirtschaft muss im Gegenteil das Geld allen anderen Waren, von denen es sich heute im Wesen unterscheidet, gleich werden und doch allgemeines Tauschmittel sein. Es muss wie jede Ware den Doppelcharakter des Tausches und des Verbrauchs tragen. Die Möglichkeit auch in einer Gesellschaft des gerechten Tauschs, wenn das Tauschmittel unverbrauchbar ist und mit der Zeit seinen Wert nicht einbüßt, zu schädigendem Besitz großen Umfangs und dadurch zur Erlangung eines Tributrechts irgendwelcher Gestalt zu kommen, ist nicht von der Hand zu weisen. Wenn auch in der uns bekannten Geschichte bei der Entstehung eines Großgrundeigentums und damit jeder Art Ausbeutung, Ersparnisse, Erbschaften und dergleichen im Vergleich mit der Gewalt und dem Gewaltschutz des Staates nur eine untergeordnete Rolle spielen. Sehr wertvoll sind darum die Vorschläge, die Silvio Gesell gemacht hat, um ein Geld zu finden, das nicht wie heute mit den Jahren an Wert gewinnt, sondern umgekehrt von Anfang an progressiv an Wert verliert, so dass der, der durch Hingabe eines Produkts in den Besitz des Tauschmittels gelangt ist, kein angelegentlicheres Interesse haben wird, als es so schnell wie möglich wieder gegen ein Produkt einzutauschen und so immer weiter. Silvio Gesell ist einer der ganz wenigen, die von Proudhon gelernt haben, seine Größe anerkennen und im Anschluss an ihn zu selbstständigem Weiterdenken gekommen sind. Seine Beschreibung, wie dieses neue Geld den Fluss der Zirkulation in lebhafte Bewegung bringt, wie jeder kein anderes Interesse bei der Produktion und beim Erlangen des Tauschmittels mehr haben kann als das des Konsums, ist ganz aus Proudhons Geist entsprungen, der uns zuerst gelehrt hat, wie der schnelle Umlauf Heiterkeit und Lebendigkeit ins private und öffentliche Leben bringt, während die Stockung auf dem Markte und die Verstocktheit des beharrenden Geldes auch unsere Säfte ins Stocken bringt und Starrsinn und stockige Fäulnis über unsere Seelen legt. Hier indessen handelt es sich nicht um die Frage der Zukunft, ob es sachliche Mittel gibt, ein Tauschmittel zu finden, das die Gefahr der Plünderung nicht in sich birgt, um eine Frage also, für die es vorerst das Wichtigste ist, dass sie überhaupt aufgeworfen wird, sondern darum, ob die Zirkulation der Punkt ist oder gewesen sein mag, bei dem man einsetzen konnte, um auch die anderen beiden Punkte entscheidend zu berühren. Und da ist allerdings zu sagen, dass, wenn in einem bestimmten geschichtlichen Zeitpunkt, wie er 1848 in Frankreich gegeben war, die Gegenseitigkeit in die Tauschwirtschaft eingeführt worden wäre, damit auch dem Großeigentum und dem Mehrwert das Stümplein geschlagen hätte. Der dritte Angelpunkt, also der wirtschaftlichen Sklaverei, ist der Mehrwert. Hier ist vor jedem weiteren Wort zu sagen, dass mit dem Wertbegriff nichts als Unfug zu stiften ist, wenn man nicht scharf erklärt, was man damit bezeichnet und sich streng an seine Definition hält. Wert erhält in seinem Sinne eine Forderung. Der Sinn entschließt sich, wenn man daran denkt, dass auf die Angabe eines Preises die Antwort des Kauflustigen folgt. So viel ist das Stück nicht wert. Wert will also zunächst die Willkür ausschließen. Wir verengern den Begriff noch weiter, indem wir Wert nur im Sinne von richtigem Wert, wahrem Wert gebrauchen. Wert ist, was der Preis sein sollte, aber nicht ist. Dieses Verhältnis steckt im Preisverhältnis jeder Ware und in dem Wort Wert ist, wie jeder merkt, der auf den Gebrauch des Wortes achtet, die ideale oder sozialistische Forderung enthalten, dass der Preis dem Wert gleich sein soll. Anders ausgedrückt, dass die Gesamtsumme sämtlicher wirklicher Arbeitslöhne gleich der Gesamtsumme der Preise für die endgültigen Stadien der Waren sein soll. Da aber selbstverständlich die Menschen, die als Einzelne und um ihres Geldprofits willen gegeneinander stehen, jeden Vorteil ausnutzen, nicht bloß den des Eigentums, auch den der Seltenheit begehrter Produkte, der aus besonderen Gründen gesteigerten Nachfrage, der Unkenntnis der Konsumenten und so weiter, ist in Wahrheit die Summe der genannten Preise viel, viel höher als die Summe der Löhne. Zwar nehmen auch die Arbeiter bestimmter Kategorien an diesen Sonderverteilungen unter Umständen in Gestalt höherer Löhne einigen Teil, die im Vergleich mit den Löhnen ebenso angestrengter Arbeitsbrüder nicht bloß Löhne, sondern auch Profit sind. Aber das ändert nichts daran. Keine Einzelheit des vielgestaltigen Wirtschaftslebens kann etwas daran ändern, dass die Arbeit mit ihrem Lohn nicht alles kaufen kann, was sie hergestellt hat,
sondern dass ein erheblicher Teil für die Kaufkraft des Profits übrig bleibt. Hierbei bleiben, wie oben angedeutet, die Zwischenstadien der Produktion, die ja schon als Ware in den Handel eingehen, außer Betracht, denn diese werden, wenn man der Sache auf den Grund geht, nicht mit Lohn und nicht mit Profit von einem Kapitalistenproduzenten dem anderen abgenommen, sondern mit Kapital, das heißt, wie wir bald näher sehen werden, mit etwas, was anstelle des Kredits oder der Gegenseitigkeit sich eingenistet hat. Die Zinsen dieses Kapitals bringt natürlich letzten Endes die Arbeit auf. Sie stecken in den Preisen und sind oben schon in ihrer anderen Gestalt als Profit infolge von Eigentum genannt worden. Denn das Kapital ist die Zirkulationsform des flüssig und mobil gemachten Grundeigentums und seiner durch Arbeit erlangten Produkte und ist auch für solche, die dem Anschein nach keine Grundeigentümer sind, das Mittel, Arbeitslöhne für ein erst entstehendes Produkt vorzustrecken oder Arbeitslöhne bei Übergang eines Produkts von einem Stadium der Verarbeitung ins andere zurückzuerstatten oder Produkte im Handel zu erwerben und auf Lager zu halten. Von diesen verschiedenen Formen des Kapitals und von der Unterscheidung des Kapitals in Dingwirklichkeit, echte Wirklichkeit des Geldes und falsches Kapital werden wir bald Näheres hören. Was wir Wert nennen, entsteht also lediglich durch Arbeit zur Verbesserung des Bodens und zur Extraktion und Weiterverarbeitung der Bodenprodukte. Sind die Arbeiter nun genötigt, sich zu verdingen, das heißt, die Ergebnisse ihrer Arbeitsleistung gegen eine bestimmte Entschädigung anderen zur Verwertung zu überlassen, so ergibt sich ein Missverhältnis zwischen dem Wert der Produkte, die sie hergestellt haben, und dem Preis der Produkte, die sie mit ihrem Lohn für ihren Gebrauch kaufen können. Es kann hier dahingestellt werden, an welcher Stelle man ihre Beraubung einsetzt, ob an die Stelle ihrer Entlohnung, der Lohn ist zu niedrig, oder an die Stelle ihres Einkaufs, die Waren sind zu teuer. Die Hauptsache ist, dass man an keine absoluten Größen denkt, sondern an ein Verhältnis, das in diesem Fall ein Missverhältnis ist, und dass man im Auge behält, dass durch den Abzug, den sich die Arbeiter, gleich viel an welcher Stelle, von dem Ertrag ihrer Arbeit aufgrund ihrer Notlage gefallen lassen müssen, aller Profit der Kapitalisten entsteht. Das heißt, dass der Abzug vom Arbeitslohn oder sein Minderwert gleich ist dem Profit der Kapitalisten oder dem Mehrwert. Auch hier wird wieder nicht geprüft, an welcher Stelle der Profit den Kapitalisten zufließt. Es wird auch nicht näher untersucht, ob diese Frage nicht falsch gestellt ist, indem sie eben wieder den Versuch macht, an die Stelle der Korrelation Absolutes zu setzen. Es wird nur darauf hingewiesen, dass der Profit in wechselnden Raten zwischen Großgrundbesitz, Geldkapitalisten, Unternehmern, Händlern und derer aller Gehilfen, Beamten, geistigen Arbeitern und sonst wie Privilegierten in den Kapitalismus verflochten, zur Verteilung kommt. Auch das muss noch betont werden, dass es sich bei dieser Ausdrucksweise ebenso wie bei dem Wert selbst um Konstruktionen handelt, die indessen durchaus nötig sind. Nicht das ganze Einkommen der Personen, die am Kapitalismus betätigt sind, ist Profit. Sie leisten auch Arbeit. Und nicht alles, was Arbeiter verzehren, ist Arbeitslohn. Sie sind auch, wenn auch oft in ganz geringfügigen Raten, an der Profitwirtschaft beteiligt. Zu weit würde es führen, die Arbeit nun weiterhin in produktive und unproduktive zu teilen. Und, was nicht das Nämliche ist, die erzeugten Güter in notwendige und Luxusgüter zu sondern. Hier soll nur auch in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen werden, dass sehr viele innerhalb des Kapitalismus Privilegierte nicht nur einige Arbeit, sondern ohne Frage auch produktive Arbeit leisten. Wie andererseits auch die Arbeiter sehr viel völlig oder teilweise unproduktive Arbeit verrichten. Und dass zweitens in dem Verbrauch der Arbeiter nicht bloß notwendige, sondern auch Luxusgüter eingehen. All diese Details, die für das wirkliche Leben unserer Zeit von großer Bedeutung sind, konnten hier nur erwähnt werden. Hier geht es darum, darauf hinzuweisen, dass die einseitige Betonung der Lohnfrage von Seiten der Arbeiter und ihrer Gewerkschaften in Zusammenhang steht mit der falschen Auffassung des Mehrwerts von Seiten der Marxisten. Wir haben früher gesehen, wie Lohn und Preis sich gegenseitig bedingen. Wir haben jetzt darauf verwiesen, dass die Auffassung ganz verkehrt ist, nach der der sogenannte Mehrwert eine absolute Größe wäre, die beim Unternehmen entstünde und von da in die anderen Kapitalistenkategorien abflösse. Mehrwert ist genauso wie Lohn oder Preis ein Verhältnis,
und entsteht im ganzen Fluss des Wirtschaftsprozesses, nicht an einer bestimmten Stelle. Aus dem hier erörterten Irrtum entsteht das ganze verhängnisvolle Versteifen des Marxismus auf das Unternehmertum, speziell auf das industrielle Unternehmertum. Da glauben sie, den archimedischen Punkt des Kapitalismus gefunden zu haben. Wahrheit ist lediglich, dass all und jeglicher Profit der Arbeit entzogen wird. Anders ausgedrückt, dass es keine Produktivität des Eigentums und keine Produktivität des Kapitals gibt, sondern nur eine Produktivität der Arbeit. Diese Erkenntnis ist allerdings die Grunderkenntnis des Sozialismus und einzig und allein um dieser Erkenntnis willen, die sie mit allen anderen Sozialisten teilen, Proudhon hat ihr von all den klassischen Ausdruck gegeben in seiner prächtigen Polemik mit Bastiat und an vielen anderen Stellen. Nur darum dürfen sich auch die Marxisten im weitesten Sinn des Wortes Sozialisten nennen. Das wissen auch sie. Die Rentabilität des Eigentums und die Rentabilität des Kapitals sind nur eine lügnerische Form für das, was in Wahrheit Raub an der Produktivität der Arbeit ist. An dieser Grunderkenntnis haben aber die Marxisten in ihrer Theorie und die Syndikalisten in ihrer Praxis Schlüsse von der verwegensten Falschheit gezogen. Die Marxisten haben geglaubt, weil sie eine Ursache hatten, sie hätten damit eine letzte, eine ursprüngliche, eine absolute Ursache. Die Arbeit, die Arbeitsbedingungen, der Produktionsprozess war für sie nunmehr das letzte Wort, das alles erklärte. Daher die groteske Verkehrtheit ihrer sogenannten materialistischen Geschichtsauffassung, ihrer Entwicklungsgesetze, ihrer Erwartungen der stetigen Konzentration und der großen Krise und des großen Zusammenbruchs und so weiter. Sie hätten nur weiter fragen müssen und immer weiter, woher denn aber die Notlage der Arbeiter komme. Und sie wären aufs Bodeneigentum und auf die Unverjährbarkeit und Unverbrauchbarkeit des Geldes gestoßen. Und dann auf den Staat und auf den Geist und auf sein Auf und Ab. Und sie hätten gefunden, dass die Verhältnisse den Staat und das Kapital und das Eigentum eingeschlossen unter Verhalten sind und dass schließlich alles auf das Verhältnis, dass es unser Verhalten sind und dass schließlich alles auf das Verhältnis der Individuen und ihrer Kraft zu den Einrichtungen ankommt, die als starre Reste der Kraft und meistens der Kraftlosigkeit der Individuen früherer Generationen auf einer Zeit lasten. Je nach der Betrachtungsart, je nach der Bildsprache kann man wirtschaftliche Zustände, politische Verhältnisse, Religion und so weiter insgesamt den lastenden Überbau oder aber die Grundlage für das Leben der Individuen einer Zeit nennen. Niemals aber kann etwas anderes als Verkehrtheit die Anschauung sein, wonach die wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Verhältnisse, die materielle Grundlage einer Zeit, der Geist und seine Gestalten dagegen nur deren ideologischer Überbau oder verdoppeltes Spiegelbild wären. Von so gewaltiger Bedeutung die Erkenntnis des Mehrwerts, das heißt die Entlarvung des Eigentums und des Geldkapitals als Plünderer der Arbeit war, so verhängnisvoll war der falsche Glaube, man hätte den Ort entdeckt, wo der Mehrwert entsteht. Der Mehrwert ist in der Zirkulation. Er entsteht beim Kauf einer Ware ebenso sehr und ebenso wenig wie bei der Entlohnung eines Arbeiters. Noch anders ausgedrückt, denn da wir nur in Bildern sprechen können, muss die Wahrheit von verschiedenen Standpunkten aus mit Darstellungsversuchen eingekreist werden. Und wir müssen umso mehr von diesem Mittel Gebrauch machen, je komplizierter, zersplitterter die Erscheinungen sind, die wir in unsere umfassende Allgemeinheiten einfangen wollen. Die Ursache des Mehrwerts ist nicht die Arbeit, sondern die Notlage der Arbeit. Und die Notlage der arbeitenden Menschen liegt, wie gesagt, außerhalb des Produktionsprozesses. Und erst recht draußen liegt die Ursache zu dieser Notlage. Und so immer weiter erst im Kreise, in der Zirkulation der ganzen Profit- und Bodeneigentumswirtschaft herum und dann aus diesen äußeren Verkrustungen hinein zu ihren Ursachen, der Beschaffenheit der Menschen, die sich in ihren Bewegen und von ihnen bewegen und an den Bewegungen hindern lassen und dann von denen zurück zu den Menschen früherer Generationen. Nicht der kapitalistische Produktionsprozess ist die letzte Ursache der Entstehung des Mehrwerts. Gelehrte, die eine letzte Ursache für menschliche Verhältnisse brauchen, sollten sich ein für alle Mal merken, dass die vorletzte Adam ist und die allerletzte und wunderschön absolute der liebe Gott. Und selbst der ist seinem Absolutismus untreu geworden, 6 ganze Tage lang. Denn was ein rechter Absoluterich ist,
hält sich für Wirkung viel zu schade, sitzt auf seinem Thron, das heißt aber auf sich selber und sagt zu sich selber und mit sich selber, die Welt bin ich. Der kapitalistische Produktionsprozess ist nur in negativer Hinsicht ein Angelpunkt für die Emanzipation der Arbeit. Nicht durch seine eigene Weiterentwicklung und seine immanenten Gesetze führt er zum Sozialismus. Nicht durch den Kampf der Arbeiter in ihrer Rolle als Produzenten kann er entscheiden, zugunsten der Arbeit umgestaltet werden, sondern nur dadurch, dass die Arbeiter aufhören, ihre Rolle als Kapitalistenproduzenten zu spielen. Was immer auch die Arbeiter, was irgendein Mensch im Gefüge des Kapitalismus tut, alles verwirklicht ihn nur immer tiefer und fester in die kapitalistische Verstrickung. In dieser Rolle sind die Arbeiter Teilnehmer am Kapitalismus, wenn auch ihre Interessen nicht von ihnen sind, sondern von Kapitalisten eingeheimst werden. Wenn sie auch in allem Wesentlichen nicht die Vorteile, nur die Nachteile des Unrechts die Nachteile des Unrechts, in das sie gestellt sind, ernten. Befreiung gibt es nur für die, die sich innerlich und äußerlich instand setzen, aus dem Kapitalismus auszutreten, die aufhören, eine Rolle zu spielen und beginnen, Menschen zu sein. Damit beginnt man, Mensch zu sein, dass man nicht mehr für das Unechte, den Profit und seinen Markt, sondern für das echte menschliche Bedürfnis arbeitet. Dass die untergetauchte echte Beziehung zwischen Bedarf und Arbeit, die Beziehung zwischen dem Hunger und den Händen wiederhergestellt wird. Es gilt aus der sozialistischen Grunderkenntnis, nur die Arbeit schafft Werte, die rechte Lehre zu ziehen, die da heißt, weg von dem Rentenmarkt. Der Markt der Arbeit und für ihn zunächst der Geist, das Beziehungsverhältnis zwischen Arbeit und Verbrauch und der Boden der Arbeit muss erst wieder gegründet werden. Heute ergeht der Aufruf zum Sozialismus an alle, nicht in dem Glauben, dass alle ihn vollbringen könnten, weil wollten, sondern in dem Wunsch, Einzelne zum Bewusstsein ihrer Zusammengehörigkeit zum Bunde der Beginnenden zu fordern. Die Menschen, die es nicht mehr aushalten können und wollen, das sind die, die hier gerufen werden. Den Massen, den Völkern der Menschheit, Regierenden und Regierten, Erben und Enterbten, Bevorzugten und Betrogenen wäre zu sagen, es ist eine riesengroße, unauslöschliche Schande der Zeiten, dass um des Profitens willen gewirtschaftet wird, statt für die Notdurft der in Gemeinden geeinigten Menschen. All unser Kriegszustand, all unser Staatswesen, all unsere Unterdrückung der Freiheit, euer Klassenhass kommt von der brutalen Dummheit, der über euch herrscht. All euer Kriegszustand, all eure Staatswesen, all eure Unterdrückung der Freiheit, all euer Klassenhass kommt von der brutalen Dummheit, die über euch herrscht. Käme heute euch Völkern allesamt der große Moment der Revolution auf einmal, wo wolltet ihr Hand anlegen? Wie wollt ihr es erreichen, dass in der Welt, in jedem Lande, in jeder Provinz, in jeder Gemeinde keiner mehr hungert, keiner mehr friert, kein Mann und keine Frau und kein Kind mehr unterernährt ist? Nur vom Gröbsten zu reden, und gar, wenn die Revolution in einem einzelnen Land ausbräche, was könnte sie nützen? Wohin könnten sie zielen? So ist es nicht mehr, wie es gewesen ist, dass man den Menschen eines Volkes sagt, euer Boden trägt, was ihr braucht an Nahrung und Rohprodukten der Industrie, arbeitet und tauscht, vereinigt euch, Arme, kreditiert euch gegenseitig, Kredit, Gegenseitigkeit als Kapital. Ihr braucht keine Geldkapitalisten und keine Unternehmerherren. Arbeitet in Stadt und Land, arbeitet und tauscht. So ist es nicht mehr, selbst wenn der Moment zu erwarten stünde, wo große, umfassende Maßnahmen ins Ganze zu schlagen wären. Ein ungeheures Durcheinander, ein wahrhaft viehisches Chaos, eine kindische Hilflosigkeit entstünde im Augenblick einer Revolution. Nie waren die Menschen unselbstständiger und schwächer als jetzt, wo der Kapitalismus zu seiner Blüte gelangt ist, zum Weltmarkt des Profits und zum Proletariat. Keine Weltstatistik und keine Weltrepublik kann uns helfen. Rettung kann nur bringen die Wiedergeburt der Völker aus dem Geist der Gemeinde. Die Grundform der sozialistischen Kultur ist der Bund der selbstständig wirtschaftenden und untereinander tauschenden Gemeinden. Unser Menschengedeihen, unsere Existenz hängt jetzt davon ab, dass die Einsicht des Einzelnen und die Einsicht der Familie, die uns allein
noch an natürlichen Verbänden geblieben sind, sich wieder steigert zur Einheit der Gemeinde, der Grundform jeder Gesellschaft. Wollen wir die Gesellschaft, so gilt es, sie zu erbauen, gilt es, sie zu üben. Gesellschaft ist eine Gesellschaft von Gesellschaften von Gesellschaften, ein Bund von Bünden von Bünden, ein Gemeinwesen von Gemeinschaften von Gemeinden, eine Republik von Republiken von Republiken. Da nur ist Freiheit und Ordnung, da nur ist Geist, ein Geist, welcher Selbstständigkeit und Gemeinschaft, Verbindung und Unabhängigkeit ist. Der selbstständige Einzelne, dem keiner in das hineinspricht, was seine Sache allein ist, die Hausgemeinschaft der Familie, der Heim und Hof ihre Welt sind, die Ortsgemeinde, die autonom ist, das Amt oder der Gemeindeverband und so immer mehr ins Breite mit einer immer kleineren Zahl Aufgaben, die umfassenderen Verbände. So sieht eine Gesellschaft aus. Das allein ist der Sozialismus, für den zu wirken sich lohnt, der uns aus unserer Not erretten kann. Vergebens und verfehlt sind die Versuche in Staaten und Staatenverbänden, das Zwangsregiment unserer Zeit, das heute ein Surrogat für die fehlende freigeistige Verbindung ist, noch auszubauen und deren Bereich noch weiter auf das Gebiet der Wirtschaft zu erstrecken, als bisher schon geschehen ist. Dieser Polizeisozialismus, der jede Eigenheit und ursprüngliche Regsamkeit erstickt, wäre nur das Siegel auf dem völligen Verfall unserer Völker, wäre nur ein Zusammenhalten der völlig auseinandergetretenen Atome durch einen mechanisch-eisernen Reifen. Ein Zusammenschluss natürlicher Art ergibt sich uns Menschen nur da, wo wir in örtlicher Nähe, in wirklicher Berührung gemeinsam sind. Der verbindende Geist, der Bund mehrerer zu gemeinsamem Werk, aus gemeinsamem Grunde, hat in der Familie eine zu schmale und dürftige Form für das Mitleben. In der Familie geht es nur um private Interessen. Wir brauchen einen natürlichen Kern des Gemeingeistes für das öffentliche Leben, damit das öffentliche Leben nicht mehr wie bisher ausschließt von Staat und Kälte, sondern von einer Wärme erfüllt und geleitet wird, die der Familienliebe verwandt ist. Dieser Kern alles echten Gemeinschaftslebens ist die Gemeinde, die Wirtschaftsgemeinde, von deren Wesen niemand ein Bild hat, der sie etwa nach dem beurteilen will, was sich heute Gemeinde nennt. Das Kapital, das zum Betriebe, zur Verarbeitung der Rohprodukte, zum Transport von Waren und Menschen gebraucht wird, ist in Wahrheit nichts anderes als Gemeingeist, Hunger, Hände und Erde. Alle drei sind da, sind von Natur aus da. Für den Hunger schaffen die Hände aus der Erde fleißig die Notdurft. Dazu kommt die besondere Übung bestimmter Gegenden in jahrhundertealten Gewerben, die besondere Beschaffenheit der Erde, sodass gewisse Rohprodukte nur an den und jenen Orten gefunden werden, die Notwendigkeit und Bequemlichkeit des Tausches. Tauschen die Menschen von Gemeinde zu Gemeinde, was nicht an Ort und Stelle gearbeitet werden kann, oder soll, so wie sie innerhalb der Gemeinden von Einzelnen zu Einzelnen tauschen, tauschen Sie Produkt gegen gleichwertiges Produkt und in jeder Gemeinde wird jeder so viel zu zehren haben, wie er will, das heißt arbeiten. Hunger, Hände und Erde sind da. Alle drei sind von Natur aus da. Und außer ihnen brauchen die Menschen nur, was zwischen ihnen hergeht, anständig zu ordnen. Und sie haben, was sie brauchen, damit jeder ganz nur für sich arbeitet, damit sie alle die Natur ausbeuten, aber nicht sich untereinander. Das ist die Aufgabe des Sozialismus, die Tauschwirtschaft so zu ordnen, dass auch unter dem System des Tausches jeder nur für sich arbeitet, dass die Menschen in tausendfältiger Verbindung miteinander stehen und dass doch keinem in dieser Verbindung etwas entzogen, jedem nur gegeben wird. Gegeben nicht, indem er den anderen beschenkt. Der Sozialismus sieht keinen Verzicht wie keinen Raub vor. Jeder erhält den Ertrag seiner Arbeit und hat die Nutznießung aus der durch Arbeitsteilung und Tausch und Arbeitsgemeinschaft entstandenen Verstärkung aller in der Extraktion der Produkte aus der Natur. Hunger, Hände und Erde sind da. Alle drei sind von Natur aus da. Seltsam, dass man es den Menschen in Stadt und Land heute wie etwas Neues erst sagen muss, dass alles, was irgend in unserem Verbrauch eingeht, sofern es nicht Luft ist, der Erde und den auf Erden gewachsenen Pflanzen und Tieren entstammt. Hunger, Hände und Erde sind da. Alle drei sind von Natur aus da. Den Hunger verspüren wir täglich und langen in die Taschen, um das Geld zu holen, das Mittel, um die Mittel zu kaufen, ihn zu befriedigen. Was hier Hunger genannt wird,
ist jeglicher echte Bedarf, um jedem zu genügen, suchen wir in unseren Behältnissen nach Geld. Um das Geld zu erlangen, verkaufen oder vermieten wir uns. Wir regen die Hände, und was hier Hände genannt wird, sind vielerlei Muskeln und Nerven und Hirn, ist Geist und Körper, ist Arbeit. Arbeit auf dem Boden, Arbeit unter der Erde, Arbeit zur Weiterverarbeitung von Erdprodukten, Arbeit im Tausch- und Transportdienst, Arbeit zur Bereicherung der Reichen, Arbeit zur Vergnügung und Belehrung, Arbeit zur Erziehung der Jugend, Arbeit, die Schädliches, Unnützes, Nichtiges erzeugt, Arbeit, die gar nichts erzeugt und sich nur für Gaffer zur Schau stellt. Vielerlei heißt heute Arbeit, alles heißt heute Arbeit, was Geld bringt. Hunger, Hände und Erde sind da, alle drei sind von Natur aus da. Wo ist die Erde? Die Erde, die unsere Hände brauchen, um unseren Hunger zu stillen. Wenige besitzen die Erde und es sind immer weniger geworden. Das Kapital, haben wir gesagt, ist nicht ein Ding, sondern ein Geist zwischen uns. Und wir haben die Mittel zu Betrieb und Tausch, wenn wir uns selbst und unsere Menschennatur wiedergefunden haben. Die Erde aber ist ein Stück der äußeren Natur. Die Erde, wie Luft und Licht, die Erde ist allen Menschen unentziehbar zu eigen und die Erde ist Eigentum geworden, Eigentum der wenigen. Alles Eigentum an Sachen, alles Eigentum am Boden ist in Wahrheit Eigentum an Menschen. Wer den anderen, den Massen die Erde vorenthält, der zwingt diese anderen, für ihn zu arbeiten. Eigentum ist Diebstahl und Eigentum ist Sklavenhaltung. Durch die Geldwirtschaft ist nun vielerlei zu Bodeneigentum geworden, was nicht so aussieht. In der gerechten Tauschwirtschaft habe ich der Wirkung nach Anteil am Boden, auch wenn ich keinen Boden besitze. In der Geldwirtschaft, im Lande des Profits, des Wuchers, des Zins, bist du in Wahrheit ein Bodenräuber, auch wenn du keinen Boden, wenn du nur Geld oder Papiere hast. In der gerechten Wirtschaft, wo Produkt gegen gleichwertiges Produkt sich tauscht, arbeite ich lediglich für mich, auch wenn nichts, was ich arbeite, in meinem eigenen Verzehr eingeht. In der Geldwirtschaft, im Lande des Profits, bist du ein Sklavenherr, auch wenn du keinen einzigen Arbeiter beschäftigst, wenn du nur von etwas anderem lebst als von der Verwertung dieser Arbeit. Und selbst wenn einer nur von der Verwertung seiner Arbeit lebt, ist er in der Aussaugung der Menschen beteiligt. Wenn seine Arbeit seine monopolisierte oder privilegierte ist und einen höheren Preis erzielt, als sie wert ist. Hunger, Hände und Erde sind da. Alle drei sind von Natur aus da. Die Erde müssen wir wieder haben. Die Gemeinden des Sozialismus müssen den Boden neu aufteilen. Die Erde ist niemandes Eigentum. Die Erde sei herrenlos. Denn nur sind die Menschen frei. Die Gemeinden des Sozialismus müssen den Boden neu aufteilen. Entsteht dadurch nicht wieder Eigentum. Ich weiß wohl, dass andere sich das Gemeineigentum gegen die Herrenlosigkeit oder die Herrenlosigkeit anders vorstellen. Sie sehen alles im Nebel. Ich bemühe mich klar zu sehen. Sie sehen alles in der Vollkommenheit des beschriebenen Ideals. Ich will ausdrücken, was jetzt und jederzeit zu tun ist. Jetzt und jederzeit wird es in der Welt nicht schwabbelig zugehen. Der Sozialismus soll verwirklicht werden. Wer ihn verwirklichen will, muss wissen, was er jetzt will. Jetzt und jederzeit wird der radikale Umgestalter nichts anderes umzugestalten vorfinden, als was da ist. Und darum wird es jetzt und jederzeit gut sein, dass die Ortsgemeinden ihre Gemarkung besitzen, dass ein Teil des das Gemeindeland und anderer Teil des Familiengut für Haus, Hof, Garten und Feld sind. Auch die Aufhebung des Eigentums wird im Wesentlichen eine Umwandlung unseres Geistes sein. Aus dieser Wiedergeburt heraus wird eine mächtige Neuverteilung des Besitzes hervorgehen, und in Verbindung mit dieser Neuaufteilung wird der Wille stehen, das Land in künftigen Zeiten in bestimmten oder unbestimmten Abständen wieder und wieder und wieder neu zur Verteilung zu bringen. Die Gerechtigkeit wird immer von dem Geist abhängen, der zwischen Menschen waltet, und der verkennt den Sozialismus durchaus, der meint, jetzt sei ein Geist nötig und möglich, der sich so zur Gestalt kristallisiert, dass er Endgültiges durchsetze und der Zukunft nichts mehr übrig ließe. Der Geist ist immer in der Bewegung und im Schaffen, und was er schafft, wird stets das Unzulängliche sein und nirgends als im Bilde oder der Idee wird das Vollkommene zum Ereignis. Es wäre vergebliches und verkehrtes Bemühen, ein für allemal Patenteinrichtungen schaffen zu wollen, die jede Möglichkeit zur Ausbeutung und Bewucherung automatisch ausschließen.
Unsere Zeiten haben gezeigt, was sich ergibt, wenn an die Stelle des lebendigen Geistes automatisch funktionierende Institutionen gesetzt werden. Sorge jede Generation tapfer und radikal für das, was ihrem Geist entspricht. Es muss auch später noch Grund zur Revolution geben. Und sie werden dann nötig, wenn neuer Geist sich gegen die starr gewordenen Residuen verflogenen Geistes wenden muss. So wird dann auch der Kampf gegen das Eigentum zu ganz anderen Resultaten führen, als manche zum Beispiel, die sogenannten Kommunisten wohl glauben. Eigentum ist etwas anderes als Besitz, und ich sehe in der Zukunft Privatbesitz, Genossenschaftsbesitz, Gemeindebesitz in schönster Blüte. Besitz keineswegs bloß an den Dingen des unmittelbaren Verbrauchs oder den einfachsten Werkzeugen, auch an den von manchen so abergläubisch gefürchteten Besitz an Produktionsmitteln aller Art, an Häusern und am Boden. Keinerlei endgültige Sicherheitsvorkehrungen fürs tausendjährige Reich oder die Ewigkeit sollen hergestellt werden, sondern eine große und umfassende Ausgleichung und die Schaffung des Willens, diesen Ausgleich periodisch zu wiederholen. Da sollst du die Posaune blasen lassen durch all euer Land am 10. Tage des 7. Monats als dem Tage des Ausgleichs. Und ihr sollt das 50. Jahr heiligen und ihr sollt ein Freijahr ausrufen im Lande allen, die drinnen wohnen, denn es ist euer Jubeljahr. Da soll ein jeglicher bei euch wieder zu seiner Habe und zu seinem Geschlecht kommen. Das ist das Jubeljahr, da jedermann wieder zu den Seinen kommen soll. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Da sollst du die Posaune blasen lassen durch all euer Land. Die Stimme des Geistes ist die Posaune, die immer und immer und immer wieder ertönen wird, solange Menschen beisammen sind. Immer wird Unrecht sich freisetzen wollen. Immer wird, solange die Menschen wahrhaft lebendig sind, der Aufruhr dagegen entbrennen. Der Aufruhr als Verfassung, die Umgestaltung und Umwälzung als ein für allemal vorgesehene Regel. Die Ordnung durch den Geist als Vorsatz. Das war das Große und Heilige an dieser mosaischen Gesellschaftsordnung. Das brauchen wir wieder. Eine Neuregelung und Umwälzung durch den Geist, der nicht Dinge und Einrichtungen endgültig festsetzt, sondern der sich selbst als permanent erklären wird. Die Revolution muss ein Zubehör unserer Gesellschaftsordnung, muss die Grundregel unserer Verfassung werden. Der Geist wird sich Formen schaffen. Formen der Bewegung, nicht der Starrheit. Besitz, der nicht zu Eigentum wird, der nur Arbeitsmöglichkeit und Sicherheit, aber nicht Ausbeutungsmöglichkeit und Anmaßung schafft. Ein Tauschmittel, das nicht an sich selbst Wert hat, sondern nur in Beziehung auf den Tausch und das nicht bloß das Mittel zum Tausch, sondern auch die Bedingung des eigenen Verbrauchs in sich birgt. Ein Tauschmittel, das fähig ist zu sterben und gerade darum nur fähig zu beleben, während es heute unsterblich und mörderisch ist. Anstatt das zwischen uns Leben war, haben wir den Tod zwischen uns gesetzt. Alles ist zum Ding und zum Sachgötzen geworden. Vertrauen und Gegenseitigkeit wurde zum Kapital. Gemeininteresse wurde zum Staat. Unser Verhalten, unsere Beziehungen wurden zu starren Verhältnissen. Und in furchtbaren Krämpfen und Erschütterungen brach nach langen Zeiten hier und da eine Revolution aus, die gleich wieder Tod und Einrichtung und einmalig Unabänderliches aus sich brach. Und daran starb, ehe sie lebte. Machen wir jetzt ganze und große Arbeit, indem wir in unserer Wirtschaft das einzige Prinzip festlegen, das festgesetzt werden kann. Das Prinzip, das der sozialistischen Grunderkenntnis entspricht, das in keinem Haus mehr an Wert zum Verzehr eingehen soll, als in dem Haus gearbeitet worden ist. Weil kein Wert in der Menschenwelt entsteht, als allein durch die Arbeit. Wer verzichten und schenken will, möge es tun, das ist ihm unbenommen und geht die Wirtschaft nichts an. Aber keiner soll durch Verhältnisse genötigt sein, zu entbehren. Die Mittel aber, dieses Prinzip stets und neu durchzusetzen, werden überall und jederzeit anders sein. Und nur so lange wird das Prinzip leben, als es immer wieder angewandt wird.